Herzlich willkommen beim Fact Friday. Diese Woche geht es ums Thema Glutamin oder anders maximaler Muskelaufbau und optimale Regeneration. Ist das alles Quatsch? Bleibt dran. Ich bin Benjamin Christopher Wagner und einer der beiden Geschäftsführer der Sinop GmbH. Und heute geht es ums Thema Glutamin. Letzte Woche ist der Fact Friday ausgefallen, weil ich mit Streptokokken im Bett lag. Ich habe mich wohl angesteckt. Und was passt da besser, als über Glutamin zu sprechen? Das Supplement, was für optimale Regeneration und maximalen Muskelaufbau steht. Ob das alles so stimmt, das werden wir jetzt gemeinsam erfahren. Grundsätzlich erstmal ein paar Fakten zu Glutamin. L-Glutamin ist eine semi-essentielle Aminosäure, die in deinem Körper am allermeisten vorkommt. Am meisten kommt die Aminosäure im Blutplasma und in deiner Skelettmuskulatur vor. In einem Whey ist immer Glutamin enthalten, wobei da ist Glutaminsäure enthalten. Glutaminsäure ist aber sehr eng mit Glutamin verwandt, weil Glutamin aus Glutaminsäure von deinem Körper quasi hergestellt werden kann. Dein Körper ist durchaus in der Lage, Glutamin selbst zu bilden, unter anderem aus Valin und Isoleucin, also aus den also zwei der BCAAs. Es gibt allerdings Fälle und Umgebungsvariablen, die dafür sorgen, dass du nicht genug Glutamin zu dir nimmst. Wie du so einen Mangel vorbeugst und wie Glutamin in deinem Körper wirkt und was das so mit dir macht, das erfährst du jetzt, also bleib dran. L-Glutamin und L-Glutaminsäure, kurz mal vorgestellt. Sowohl L-Glutamin als auch dessen Vorstufe L-Glutaminsäure kann dein Körper, wenn er gesund ist, komplett selbst herstellen. L-Glutamin ist mit ca. 60% die Aminosäure, die am meisten in deinem Körper vorkommt und allein dadurch sollte dir schon klar werden, wie wichtig diese Aminosäure für deinen Körper ist. Neben der Tatsache, dass Glutamin 60% deines Aminosäurepools ausmacht, zeigt auch allein die Tatsache, dass L-Glutamin an sehr vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt ist, wie wichtig es für deinen Organismus ist. Aber auch die Glutaminsäure ist ein wichtiger Eiweißbaustein für deinen Körper. Nebenbei sorgt die Glutaminsäure auch dafür, giftiges Ammoniak zu binden, sodass dein Körper dies besser abbauen kann, damit du nicht innerlich vergiftest sozusagen. Übrigens Glutamin, Glutaminsäure, Glutamat, das hört sich alles sehr gleich an. Ja, Glutaminsäure wird auch als E-Nummer 620 bis, glaube ich, 625 auch als Glutamat, als quasi Geschmacksverstärker ganz oft in der asiatischen Küche eingesetzt. Short Fact zu L-Glutamin stellt Stickstoff bereit, unterstützt dich bei diversen Stoffwechselvorgängen. L-Glutamin ist ein Energielieferant für deine Zellen. L-Glutamin ist ein Proteinbaustein. L-Glutamin strafft die Haut und die Haarfollikel. Wo kommt L-Glutamin jetzt vor und wie ist die Funktion davon in deinem Körper? L-Glutaminsäure ist eine nicht-essentielle Aminosäure, die dein Körper selbst herstellen kann. L-Glutamin hingegen ist semi-essentiell. Das bedeutet, dein Körper kann diese aus anderen Aminosäuren selber herstellen. Es gibt allerdings Situationen, zum Beispiel starke Verbrennungen, schwere Krankheiten, schwere Darmkrankheiten, in denen dein Körper nicht in der Lage ist, genug Glutamin herzustellen, sodass eine zusätzliche Gabe durch Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel sinnvoll sein kann. In deinem Körper erfüllen Glutamin und L-Glutaminsäure folgende wichtige Funktionen. L-Glutamin stellt Stickstoff für die Synthese von Purinen und Nukleotiden bereit. L-Glutamin ist ein Energielieferant für die Zellen, ganz besonders im Bereich des Dünndarms und allgemein für dein Immunsystem. Es ist ein Proteinbaustein. L-Glutamin reguliert außerdem die Eiweißbilanz in der Muskulatur. L-Glutamin ist in der Lage, den Säurebasenhaushalt zu regulieren. L-Glutamin strafft die Haut, verlangsamt die Alterung und L-Glutamin ist auch in der Lage, die Haarfollikel zu stärken. L-Glutamin wirkt der Speicherung von Fett entgegen. Wie sieht es jetzt mit der Glutaminsäure aus? Was für Funktion hat die im Körper? Auch einige spannende Geschichten. Glutaminsäure bildet zusammen mit Cystein und Glycerin die Aminosäure Glutathion. Glutaminsäure ist die Vorstufe vom Glutamin. Die Glutaminsäure agiert auch als Botenstoff des zentralen Nervensystems. GABA ist ein Neurotransmitter und Glutaminsäure ist eine Vorstufe von GABA. Ähnlich wie Glutamin unterstützt auch Glutaminsäure das Immunsystem. Die Glutaminsäure kann zur Insulinausschüttung anregen. Wenn dir das Video bis jetzt gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Like da lässt, ein Herzchen, ein Abo, die Glocke bellst, was auch immer, wo auch immer du dieses Video konsumierst. Zeig den Leuten, dass es dir gefällt.
und sorg so dafür, dass noch mehr Leute diese Videos sehen. Das würde mir sehr am Herzen liegen. Jetzt haben wir ja schon allerhand über Glutamin und Glutaminsäure erfahren, aber was sind denn überhaupt die Anwendungsgebiete? Und ist es wirklich so, dass dein Muskelaufbau dadurch in den Orbit katapultiert wird und dass du gar keine Regenerationsphasen mehr brauchst, weil du einfach 5 Gramm Glutamin nimmst und zack, bist du regeneriert? Ganz so ist es leider nicht. Aufgrund der zahlreichen Funktionen, die Glutamin und Glutaminsäure in deinem Körper übernehmen, gibt es durchaus therapeutische Zwecke, für die Glutamin angewendet wird. Da gibt es folgende grobe Oberkategorien, sagen wir es mal so. Bei großflächigen Verbrennungen zum Beispiel wird Glutamin am Darm vorbei verabreicht, weil so die Heilung der Haut wirklich beschleunigt werden kann. Und gerade bei großflächigen Verbrennungen gibt es dort Ergebnisse in Studien, die wirklich zeigen, wie toll Glutamin gerade bei großflächigen Verbrennungen helfen kann. Es geht jetzt nicht darum, dass du eine Blase am Finger hast und dann dir 20 Gramm Glutamin reinschüttest und das Ding dann schnell wieder repariert wird. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um großflächige, starke Verbrennung. Glutamin ist durchaus in der Lage, die Bildung von Antioxidantien zu beschleunigen, zu verbessern, weil in Verbindung mit Cystein und Lysin das natürliche körpereigene Antioxidans Glutathion gebildet wird. Ganz, ganz wichtiges Thema, und das ist auch der Grund, warum wir Glutamin nach wie vor im Sortiment haben, die Immunabwehr. Immunabwehr ist gerade in Kreisen, wo man viel Sport macht, ein Thema, was man auf gar keinen Fall vernachlässigen sollte. Glutamin beliefert schnell teilende Zellen mit Energie. Das ist auch der Grund, warum Glutamin bei starken Erkrankungen vermehrt zugesetzt wird, weil dadurch der Heilungsverlauf beschleunigt werden kann bei schweren Krankheiten. Glutamin wird deswegen in der Medizin häufig bei chronischen Erkrankungen, nach schweren Unfällen, nach schweren traumatischen Erlebnissen und gerade nach Verbrennung eingesetzt. In der Chemotherapie wird das zum Beispiel eingesetzt. Also gerade bei schweren Krankheiten ein wirklich tolles Produkt. Bestrahlung und Chemotherapie. Glutamin wird eingesetzt, weil es die Nebenwirkungen bei Bestrahlen und Chemotherapie deutlich reduzieren kann. Glutamin wird aber auch eingesetzt bei Magen-Darm-Erkrankungen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn Glutamin nährt die Darmschleimhaut mit Energie. Darum wird es gerade bei chronischen Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich wirklich erfolgreich von der Medizin eingesetzt. An der Stelle vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin reingezogen hast. Hast du selber schon persönliche Erfahrungen mit Glutamin gemacht? Wie viel nimmst du? Was sind deine Erfahrungen? Kommentier die doch hier. Das würde mich sehr interessieren, wenn da ein kleiner Dialog entstehen würde. Vielleicht hast du auch noch eine Frage, die ich hier noch nicht behandelt habe. Dann kannst du die gerne hier auch unter das Video reinschreiben. Wie sieht es denn mit der Dosierungsempfehlung aus? Grundsätzlich gibt es keine allgemein gültige Dosierungsempfehlung. Es gibt Studien, die zeigen, dass ab einer Einnahme von zum Beispiel bei einem 100 Kilogramm schweren Athleten von 75 Gramm pro Tag oder beim 60 Kilogramm schweren Frau bei 46 Gramm am Tag ist es halt so, dass du mit Ammoniak dich vergiftest, weil dein Körper nicht mehr in der Lage ist, dass durch den Abbau von Glutamin entstehende Ammoniak quasi abzutransportieren oder zu verwerten. Also das bedeutet, die Höchstmenge bei einem 100 Kilogramm schweren Athleten sind 75 Gramm und bei 60 Kilo Frau halt 46 Gramm. Mit einer Empfehlung von 5 bis 20 Gramm am Tag bist du da ganz weit von entfernt und musst dir überhaupt keine Sorgen über irgendetwas machen. Im therapeutischen Einsatz wird Glutamin am Tag zwischen 2 und 10 Gramm dosiert. Wenn Glutamin am Darm vorbei mittels einer Sonde sozusagen eingesetzt wird, im Krankenhaus, also im medizinischen Bereich, dann sind sogar Gaben bis 40 Gramm möglich. Wie gesagt, wir sind hier auf einem Sportkanal sozusagen, da reden wir von 2 bis 10 Gramm. Ich würde dir empfehlen, 5 bis 10 Gramm am Tag. Der Einnahmezeitpunkt ist relativ egal, Glutamin ist relativ schnell verfügbar für deinen Organismus. Ob du es jetzt pre, intra oder post nimmst, das spielt eigentlich keine Rolle. Wenn du es aufteilen willst, würde ich 5 Pre und 5 Post nehmen. Also 5 Gramm davor und 5 Gramm danach. Ich denke, 10 Gramm ist eine Menge, die durchaus sinnvoll zu supplementieren ist. Wie sieht das denn jetzt aber mit der Verträglichkeit von L-Glutamin oder L-Glutaminsäure aus? Auch ein spannendes Thema. Im Allgemeinen sind L-Glutamin-Supplemente sehr, sehr gut verträglich. Wir reden jetzt hier über Monopräparate. Also zum Beispiel bei uns in der Coreline haben wir ja 500 Gramm Glutamin pur.
Wenn du jetzt zum Beispiel einen Geschmack hast, ein Glutamin hast mit einem Geschmack, was weiß ich, mit Sucralose noch drin und vielleicht noch einen Geschmack, kann es durchaus sein, dass du aufgrund der Sucralose oder dem Geschmack auf irgendwas reagierst. Aber Glutamin an sich ist sehr verträglich und wir haben da keine Rückmeldungen darüber, dass irgendjemand Glutamin bei uns von unseren Kunden nicht verträgt und wir haben wirklich schon etliche Tonnen davon verkauft. Wenn du dich aber dazu entscheidest, oral sehr große Mengen zu nehmen, solltest du diese Mengen aufteilen, weil du sonst Durchfall und Blähung bekommen kannst. Das sind so Nebenwirkungen bei hohen Dosen, also alles über 20 Gramm am Tag, wo du die Aufnahme splitten solltest, damit du halt nicht diese temporären Nebenwirkungen erfährst. Wenn du langfristig viel einnehmen möchtest, solltest du beachten, dass Menschen mit einer Glutamatunverträglichkeit oder mit Epilepsie dazu neigen, stärkere Nebenwirkungen zu bekommen. Und deswegen solltest du auf die langfristige Einnahme von großen Mengen, also über 20 Gramm am Tag, wenn du Epilepsie oder eine Glutamatunverträglichkeit hast, solltest du darauf verzichten. Ein Glutaminmangel tritt grundsätzlich selten auf. Es gibt allerdings Risikogruppen, bei denen kommt das schon öfter vor. Ein erhöhtes Risiko für einen Glutaminmangel haben allerdings Menschen, die schwere Verbrennungen, schwere Krankheiten oder extreme Belastung auszuhalten haben. Es gibt bestimmte Darmkrankheiten, die die Aufnahme von Glutamin hemmen, woraus auch ein Glutaminmangel resultieren kann. Ich habe auch einige Texte über Fehlfunktionen der Blut-Hirn-Schranke gelesen, aus denen auch wiederum ein Glutaminmangel resultieren könnte. Zusammengefasst könnte man jetzt sagen, Verletzungen, Verbrennungen, Operationen und Krankheiten. Nach schweren Verbrennungen und Krankheiten oder Unfällen hat man oft einen höheren Bedarf an Glutamin und die Aufnahme von Glutamin wird in dieser Zeit der schweren Krankheit auch noch schlechter sein, woraus ein Mangel an Glutamin resultieren kann, der wiederum eine externe Gabe von Glutamin rechtfertigen würde. Darmerkrankung, zum Beispiel eine chronische Darmerkrankung wie Morbus Crohn, sorgt dafür, dass dein Darm weniger Glutamin aufnehmen kann, woraus wiederum ein Glutaminmangel entsteht. Dieser würde wieder eine erhöhte Zufuhr von Glutamin begünstigen. Allerdings müsste das dann Übergehung des Darmtraktes gehen, zum Beispiel mit einer Sonde. Da wäre aber dann der Arzt natürlich der bessere Ansprechpartner. Fehlfunktion der Blut-Hirn-Schranke. Wenn deine Blut-Hirn-Schranke nicht richtig arbeitet, kommt es zum Missmanagement in deinem zentralen Nervensystem, was den Glutamingehalt angeht. In dem Fall wäre die Gabe von Glutamin sinnvoll, allerdings ist auch hier die Absprache mit deinem Arzt anzuraten. Muss ich denn jetzt unbedingt jeden Tag Glutamin extern zuführen? Gibt es nicht Lebensmittel, wo das drin ist? Na klar gibt es die. Und zwar ist dazu zu sagen, dass Glutamin grundsätzlich reichlich in unserer Nahrung vorkommt. 100 Gramm Whey haben zum Beispiel alleine 16 Gramm Glutaminsäure und wie wir gelernt haben, kann ja Glutaminsäure aus Glutamin gebildet werden. Es gibt allerdings auch allerhand andere Nahrungsmittel, die dafür sorgen, dass du an genug Glutamin kommst. Und diese sind nicht nur tierisch, sondern die sind auch veganer Natur. Tierische Lebensmittel mit einem relativ hohen Gehalt an Glutamin, jeweils auf 100 Gramm gerechnet, sind Parmesan mit 8,1 Gramm, Kochschinken und Hühnerbrust mit jeweils etwas über 4 Gramm, Hühnereier etwas über 1,8 Gramm und Milch etwas über 0,5 Gramm. Und Vollmilch knapp 1 Gramm. Wenn wir jetzt zu den pflanzlichen Quellen gehen, finden wir da unter anderem Sojabohnen mit 6,5 Gramm, Erdnüsse mit 5,5 Gramm, Linsen mit 4,5 Gramm, Haferflocken mit 3,1 Gramm und Reis mit 1,6 Gramm. Also grundsätzlich gibt es genug Quellen, um dich mit genug Glutamin zu versorgen. Wenn es dir jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht gelingen sollte, genug Glutamin zuzuführen, weil du schwere Verbrennung hast, eine Darmkrankheit hast, kein externes Glutamin zuführst und auch sonst nur Scheiße isst, was passiert denn dann? Was passiert beim Glutaminmangel? Auch eine interessante Frage, da versuche ich jetzt für dich ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Bei einem Glutaminmangel hast du ein erhöhtes Infektrisiko, bedeutet, du wirst öfter krank. Allgemein ist dein Immunsystem schwächer, also könntest vielleicht auch ein bisschen mehr Pickel kriegen, Rötungen. Allgemein funktioniert dein Körper nicht mehr so, wie er sollte. Bei chronischen Darmerkrankungen hast du halt ungewollten Gewichtsverlust. Last but not least, der Abbau von Muskelmasse. Wie sollst du jetzt einen Glutaminmangel behandeln? Ja, nichts leichter als das. Wenn die Optimierung deiner Ernährung nicht ausreicht, um deinen Mangel zu beheben, kannst du in letzter Instanz zu Nahrungsergänzungsmitteln wie unserem Chorglutamin greifen. Nimm dann einfach am Tag 2 bis 10 Gramm ein und du bist auf der sicheren Seite.
Höhere Dosierungen als 2 bis 10 Gramm am Tag sind in der Regel nicht sinnvoll, da dein Körper Glutamin halt aus allerhand anderer Aminosäuren selbst bilden kann. Lass dir also keinen Quatsch erzählen. Natürlich fände ich das geiler, wenn du dir alle 3 Tage bei mir eine Dose Glutamin kaufst, aber Schwachsinn wäre es trotzdem. Obwohl ich mir einige geile Nike-Schuhe davon kaufen könnte. Nee, ich bleib bei der Wahrheit. Um einen Mangel an Glutamin vorzubeugen, reicht es, sich ausgewogen zu ernähren. Punkt. Selbst Vegetariern und Veganern fällt es bei einer ausgewogenen Ernährung nicht schwer, ihren Glutaminbedarf zu decken, da auch vegane und vegetarische Lebensmittel ausreichend Glutaminsäure verfügen, aus dem dein Körper ja dann das Glutamin wiederherstellen kann. Eine prophylaktische Einnahme von Glutamin ist in der Regel nur sinnvoll, wenn Darmerkrankungen oder andere Dinge vorliegen, die dafür sorgen, dass dein Körper Glutamin schwerer herstellen kann oder schwerer aufnehmen kann. Ein bisschen anders sieht das aus bei Leistungssportlern, weil ich denke einfach, dass die Einnahme bei Leistungssportlern, und wir hatten das ja schon mal, Leistungssportler ist für mich jemand, der 5-mal die Woche wirklich schwer trainiert, vielleicht auch sogar 2-mal am Tag, die sind einfach anfälliger dafür, krank zu werden. Und gerade bei Leistungssportlern gibt es Studien, die zeigen, dass die Einnahme von Vitamin C und Glutamin dafür sorgen, dass diese Menschen weniger krank werden. Ja? Das bedeutet, weniger krank zu werden. Zum Beispiel bereitest du dich auf einen Marathon vor. Und wenn du dann einmal weniger krank wirst, hast du halt eine Woche oder 2 Wochen mehr Zeit, dich vorzubereiten und bist deswegen erfolgreicher in dem, was du tust. Wenn man das jetzt mal auf dieses Thema Muskelaufbau und Regeneration annimmt, du hast durch Glutamin, wenn überhaupt, mehr Muskelaufbau, weil du weniger krank wirst, beziehungsweise weil du schneller wieder gesund wirst. Aber einen direkten Zusammenhang von der Einnahme von Glutamin mit Muskeln, mit Muskelaufbau, den gibt es einfach nicht. Einfach die Tatsache, dass du nicht 3 Wochen krank bist, sondern nur eine Woche, jetzt mal plakativ gesprochen, und du 2 Wochen mehr trainieren kannst. Diese 2 Wochen mehr trainieren sorgen dafür, dass du mehr Muskeln hast. Nicht, dass du Glutamin genommen hast. Ja? Ich habe dir hier und hier nochmal jeweils ein schönes Video verlinkt. Vielleicht hast du ja Bock, dir noch eins reinzuziehen. Auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn du hier mal draufklickst, weil da abonnierst du unseren Kanal. Das wäre wirklich eine tolle Geschichte, wenn du das machen könntest. Vielleicht hinterlässt du ja auch noch Kritik oder eine Anregung oder eine Frage als Kommentar. Wäre mir eine Freude, dir die zu beantworten.